Yo, 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 ihr lieben Kinder, willkommen zurück zu einer neuen ultra versauten Folge Battleborn mit dem Mann, der alle versauten Tricks drauf hat, Kreis. Und ich bin trotzdem kein liebes Kind. Du bist kein liebes Kind, du bist ein richtig unanständiger Junge. Gut, ich nehme Foreign. Okay, also ich würde dann vielleicht hier Shane und Aurox nehmen, auch wenn es vielleicht nicht so Shane sich anhört im ersten Moment. Ja, ich bestätige. Ey, du hast aber einen Bogen, ne? Das ist unfair eigentlich. Ich weiß, ich habe einen total krassen Laserbogen. Ganz, ganz wichtig, Laserbogen, ja? Ich nehme hier Dr. Vettel und Mr. Hype. Cool. Cool. Wir setzen Einheiten aus der Luft ab? Oh. Der Sentinel wird angefressen sein. Ich habe das Gefühl, ich kenne das hier schon alles. Das kommt mir alles so vertraut vor, nur mit anderen Charakteren. Kann das sein? Oh nein, ich weiß nicht. Haben wir das schon mal gespielt? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ja, für alle, die es nicht wissen, wir spielen es wirklich nochmal, denn in der letzten Folge wurden wir vom Bibi-blauen Badebeckenfluch überflucht. Ja. Konnten es dann aus verschiedenen Gründen nicht beenden. Wir wollten es beenden, war uns aber dann leider nicht möglich. Aber jetzt beenden wir es. Unsere Ehre sagt, wir müssen es beenden. Boah, ich habe hier so eine Bogenkante. Mann. Glaubst du, die ist gut? Ich habe die noch nie gespielt. Die ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Eine Bogenritze? Ja. Alter, macht den Schaden! Alter, mit einem Schuss! Er macht hier One-Hits! What the fuck? Ja, das ist natürlich wieder Easy-Pick, ne? Nee, das ist kein Easy-Pick. Doch, doch. Spiel die mal, die ist total krass. Nee, die ist wirklich mega krass. Guck mal hier, man muss ja immer wieder durchdrücken, weil die so krass ist. Kannst ja nicht einfach so sagen, hey, mach hier ein bisschen Gespamme. Ist nicht drin. Du musst immer wieder hier komplett durchdrücken. Und dann hier so von hinten stoßen. Ich kann so Rasiermesser werfen oder so. Nee, du hast ja eh wieder voll den unfairen, asozialen Typen. Oder ein bisschen, wie hießen die nochmal? Früher hatte das jeder, in den 90ern war das noch scheißegal. Da haben die das an Kinder verkauft. Butterflies. Ach, Butterflies, hatte ich auch. Ja, ach, jeder Mensch hatte eins. Ja, klar, das war Standard. Damals war so ein Butterfly wirklich Standard. Aber du hast sie dir auch nicht geholt, um irgendwen abzumurksen oder so, weißt du? Nee, du wolltest einfach nur dich fühlen wie ein Ninja-Turtle. Ja, der Hintergrund war halt ganz anders. Du wolltest irgendwie coole Moves machen, so, weißt du, und sagen, hier, schau mal, oh, mit meiner Kaugummi-Zigarette und meinem Butterfly sehe ich aus wie ein richtiger Mann. Ja, nee, es war damals alles noch so unschuldig. Ja, wirklich. Damals hat man niemanden abgestochen, sondern man hat so ein bisschen Footloose-mäßig getanzt. Ja, heute ist direkt, ey, ich keine Ahnung... Schreib's irgendwen an, so, hey, wie sieht's aus? Können wir die Wohnung besichtigen? Nein, ihr seid doch Messis, wer es schon so fragt. Der will meine Küche klauen. Was ist das? Nee, ist echt RTL so. RTL hat gesagt, sie sind ein Messi. Heutzutage sind alle Menschen so aggressiv und feindselig. Du kannst nicht mal mehr Kindern Butterflies verkaufen. Nee, ist nicht mehr drin. Alle machen nur Unsinn damit. Ja, früher konnte man wenigstens noch jedem einfach da draußen mal so ein Sprungmesser verticken. Oh, wir haben eine Herausforderung verloren, sehe ich gerade. Haben wir die nicht geschafft? Nein, da stand Herausforderung gescheitert. Ey, ich habe hier so viele Leibeigenen weggebrasselt. Brazilian Bravo. Alter, ich habe da gerade einen Typen los. Oh, ich sterbe, Hilfe, nein. Ey, die Tussi ist echt hart zu spielen, so. Man muss sich da erstmal reinfinden. Aber wenn die trifft, dann trifft sie. Wow. Ich muss mal mein Schild gerade aufladen. Ich bin fast down. Wir haben keinen Heiler dabei, ne? Ich bin auch fast down, Junge. Kein Medikus. Hier waren noch so Früchtchen. Kein Babykuss? Babykuss hätte ich jetzt ganz gern. Aufs Bäuchlein. Aufs Bäuchlein. Moment mal, ich bin eine Nachtelfe, die Russisch kann? Russisch Elf? Der meint sie eben so, sag rendern Grüße. Der Wald wird sich rächen. Der Wald. Der Wald. Der Wald. Oh, ich bin auch gerade aber ein bisschen doof, ne? Weil ich meine Augmentierung hier Warum gar nicht... Warum bist du so ewig weit weg? Ich habe auch noch gar nichts gelernt. Warum hast du so viel HP? Was passiert? Hast du Leben benutzt? Nee, ich kann mich selbst heilen. Ich bin eine Elfe. Schummelleben, oder? Nee, ich hab Wodka. Ist doch klar. Als Elfe kann man natürlich sich heilen. Man hat Regenerationsfähigkeiten. Vielleicht habe ich auch sowas. So ein Leech. Nee, ich weiß nicht. Du bist nicht so der Leecher. Meinst du nicht? Nee, also du bist der Lucha. Nicht so. Ja, du bist eher so ein Luchadoro.
So, jetzt aber hier, ich muss mal hier ein bisschen durchleveln. Okay, hilf mir. Hilfe, Hilfe. Ah, oh, hier lag ein bisschen Energie. Ja, hier drüben ist auch noch ein bisschen Energie, hier. So, jetzt muss ich mal rausfinden, was das hier ist. Ich meine, die alte macht schon krass Damage, wenn sie mal jemanden wirklich trifft. Wenn halt, ne? Oh, ich sterbe. Halte durch. Sohn einer Mutter. Du Sohn einer Mutter. Schöne Handschlag verursacht zusätzlichen Schaden. Noch am Leben? Rasch. Verlangsamung, so. Ja, noch, ja. Ich habe für die jetzt mein Montana-Bild dabei. Ich habe ja voll die krassen Legendary-Sachen mittlerweile, ne? Montana ist wirklich mein Main. Ich bin so krass Monty? Mit Montana, ja. Was geht denn jetzt ab? Aber weißt du, als großer Battleborn Maestro muss man halt auch eben jeden können. Naja gut, ne, du musst ja auch die Schwächen deiner Feinde irgendwie kennen dann. Das stimmt, ja. Ich lass beim Scheißen das Licht an, auch wenn du es nicht magst. Damit es schön hell ist. Die Tür lasse ich auch auf, auch wenn du es nicht magst. Ich lass beim Scheißen das Licht an. Seit Wochen ist das Gebläse kaputt. Der Anus braun vom Scheißen. Zwischen Hamburg, Berlin oder Köln. Lass ihn stehen, lass ihn stehen, lass ihn stehen. Furzig, dass die Glocken schellen. Lass ihn stehen, lass ihn stehen, lass ihn stehen. Ihm hat sein Koffer hier abgeschnitten. In diesem Koffer, junge Frau, befindet sich ein riesiger Haufen. Ey, die alte, ich glaube, die ist ganz gut, wenn man sie kann. Aber ich kann sie eben nicht. Aber du kannst sie eben nicht, das ist das Problem. Ey, wir sind solche verrückten Mungos. Wir müssen doch hier diese Kristalle kaputt machen. Ja, ich mach doch. Was machst du? Ja. Singen Lieder. Ja, das ist dann normal bei uns. Das Leben ist schön. Vollkommen egal, was im Spiel jemand sagt. Oh, ich bin tot. Guck mal, ich geb dem eine Lasche und dann geht's hier. Eine Lasche? Was ist eine Lasche? Ohrlaschen. Ohrlasche? Was ist denn Ohrlasch? Ohrlasche. Ach so. Eine Schelle. Eine Kelle. Ich weiß nicht, was... Awatschen sagst du hier in Bayern. Awatschen. Oder Afotzen. Hat die eben gerade Nutte gesagt? Ich glaube, meine hat eben gerade so Nutte. Zack, einmal reingeditscht. Ein Querditsch. Ja, ich habe ja auch vorher 6-mal geditscht. Gut, dafür haben wir jetzt alle Gegner schon zerstört hier in unserem Wahn. Ja, ist doch gut. Aber die Crystals nicht. Aber dafür schauen uns doch die Leute auch. Nicht wegen Skill oder irgendwas. Sie wollen Lieder hören und Blödsinn. Doch, also Kevin Sören... 12 seines Alters. 9, neulich, wenn ich bitten darf. Bei, der tut nur so. Bei Call of Duty, er hat sich auf 12 geschminkt. Und. Ja, Ausweichplan. Alter, ich level hier gerade ein Zeug zusammen. Wahnsinn. Ja, wir haben die Mission ja schon mal gespielt und trotzdem können wir sie nicht. Wie kann das sein? Ich hab doch jetzt alle Crystals hier, oder nicht? Ich sehe keinen mehr auf der Karte. Wo war der geheime noch einer? Kristall oben wieder. Ach, der oben. Den wir letztes Mal schon verkackelt haben. Ja, stimmt. Ja, hier, der wird auch nicht angezeigt auf der Karte, bis man ganz nah hingeht. Ja. Der ist so ein bisschen in the shadows mäßig. Nee, letztes Mal konnten wir die Karte ja bewegen, aber dafür nichts anderes mehr. Das war toll, oder? Ich glaube, er hat uns mit seiner Attacke einfach, hat er unsere Seele in die Karte. Okay. Aber da war auch einiges extrem verbuggt. Die Eltern, ja, die das gebaut haben, waren ganz anders als die von heute. Ganz klar große Fans von Todesfallen. Oh, ja, also, Todesfallen. Todesfallen sind doch super. Sind mega geil. Also da müssen wir uns jetzt hier wieder draufstellen. Also jetzt geht's weiter, Jungs. Easy. Schön hier, das ist Big G-Style, weißt du? Sie haben immer gesagt, dass dieser Ort gefährlich ist, aber verdammt, selbst das Imperium hat Probleme. Aber wir können nicht mehr zurück. Wir sollten vermutlich jetzt umkehren. Ja. Sie scherzt, Nova ist ein Witz, Volt. Klappe, Nova. Ach, die gute alte Nova. Feststeckender Aufzug, kein gutes Zeichen. Geht da jemand an die Bällchen? An ja. Die Kakadamia? Das sind meine Bällchen! Das alles? Wow. Die drehen gerade wieder durch. Kein Problem. Ich rette dich. Oh, jetzt kommen ja aber viele. Hier kommen wirklich einige. Wenn man die Mission ein zweites Mal spielt. Ja, ja, dann wird's schwieriger. Obwohl, ich muss ja sagen, der Endboss ist schon ziemlich krass unterwegs. Also der wird eine miese Nummer.
Oh, ich habe ein Shield von 82. Beim letzten Mal war ich schon so overpowered am Ende. Ach Quatsch, du hast Solarium Ambra gespielt. Mit meinem Solarium braunen Superstrahl, Alter. Deinem Mockerstrahl vielleicht. Guck mal hier, die Seuche. Das zimmert, das zwiebelt. Ach, er ist auch noch hier. Mach ein Bild. Mama übernimmt. Oh nein, da oben, Bonuspunkte. Ätchen, oh, ich hab noch was bekommen. Er hat sie gelutscht. Nie nicht gelutscht. Niemand sagt nein, nie, nicht wie du nein, nie, nicht sagen. Es geht immer nur ums Looten. Ihr mocht die Bitch. Ich hab eins von den Braunen im Mund. Ich hab eins von den Braunen bekommen, Mama. Sei froh, ich hatte die ekligen Weißen. Afro-Bällchen. Ey. Der macht mich hier von hinten an. Ich dachte, du schützt mein Leben. Ja, mache ich doch, aber ich muss erstmal hier ein paar Kristalle farmen, denn... Crystal brauchst du. Ich will mir hier die Rüstung des Verderbens holen. Die ist mega Gulasch. Mega Gularsch. Das ist Achtung, schön Gularsch. Schützen. Yo, ist down. Level 6, Bitch. Level 6. Was? Erzähl's deiner Mom. Was ist das hier drüben? Nach Speed. Dem Abschluss eines Machen wir mal. Keine Zeit zum Lesen, wir müssen töten. Ja, aber ich muss doch wissen, wie ich mich richtig zu augmentieren habe. Ah, das lernst du doch in der Schule. Nee, bei uns gab's das nicht, ey. Ich hatte nur Singen und Klatschen. Ich tanze meinen Namen. Ich glaube, in der letzten Folge haben wir auch unseren Namen genau an dieser Stelle getanzt. Ich glaube schon, irgendwie ist es hier so eine Waldorfstelle. K und E mit V. Das weißt du ganz genau. Dann kommt ein I, ein N. Wir werden angefunkt, aber jetzt wirst du meinen Namen kennen. Ich setze Nova darauf an. Aber stellt euch einfach vor, jemand flüstert euch ins Ohr, während ihr ein Grab ausraubt. Also wenn jemand so zu mir kommt. Aus den Wänden brechenden Skeletten. Und so eine Scheiße abzieht, weißt du? Erwischt. Ich finde es jedenfalls raus. Dann würde ich sagen... Es geht langsam voran, Sir, aber bei diesem Korridor habe ich ein gutes Gefühl. Muss hier irgendwo sein. Hast du einen Onkel, der dich oft als... Onkel. Also jetzt gerade hier, wo ich kämpfe. Team 6, hier ist ein irrigierter Hüter. Verdammt. Oh. Wo ist Team 7? Okay, schon okay. Team 7. Wo war das? Sektor Interview. Alle guten Dinge sind Interview, sieben. Genau. Genau. Genau, das hatten wir hier letztes Mal nämlich auch. Genau, das hatten wir auch, weil er aber jetzt, diesmal haben wir es rausgefunden. Team 7. Irgendwie, und dann, wir sind Team 7 oder so. Die ersten 6 wurden erwischt, keine Ahnung. Zack, hier. Die ist auf jeden Fall für Distanz. So kann ich den nicht verletzen. Die ist extrem geil für Distanz. Wo muss ich den denn treffen? Der ist ja immun gegen alles. Der ist immun gegen alles. Du musst ihn genau in sein Herz treffen. Ach, in seinen Lachs da. Immer zeigt der mir nur Also, wenn jemand... seinen Namen vor mir so tanzen würde, würde ich sagen, hey, hattest du einen Onkel, der dich oft als Mädchen angezogen hat? So ein schönes Kleid. Die armen Kinder, die ihren Namen tanzen. Hier, zack. Russenelfe. Nein, nein, nein. Eigentlich mache ich irgendwie voll den Ultra-Damage, aber ich weiß gar nicht wie. Er gräbt sich ein. Da stand ja vorher schon OP. Nein, da stand nirgendwo OP. Da stand, muss man können. Eine Krankheit keimt auf. Eine Krankheit keimt auf? Ich sag doch, die ist Russin. Svetlana, die Nachtelfin. Hey du, komm her, sofort. Hey du, ich hab Wodka einen Schritt. Ich glaube, meiner ist mehr so auf Schild. Zum Glück habe ich ein Item für Schildregeneration. Dekapitulation. Kommen wir hier durch? Ja. Guck mal, hier hinten war irgendwo noch ein Schatz, weil hier gibt's so viel. Ist alles so groß. Sonst noch jemand, das am Ende dieses Korridors etwas Großes, Unheimliches... Tarnschlag. Dieser Tarnschlag funktioniert irgendwie nicht. Passt auf. Geht der nur von hinten rein? Da wurde eben gerade jemand gequetscht. Ich hab nichts gehört. Wahrscheinlich nur von hinten. Von hinten Roy. Von hinten Roy. Achtung, da drüben liegt eine kleine... Bombe. Die Dinger waren One-Hit, oder?
Ja, auch wenn sie von oben kommen, wenn du so von der Seite reinlatscht. Oh, den hab ich fast nicht gesehen, Junge. Ja, hallo. So ein Feuerball. Vorsicht, Achtung, irgendjemand ballert hier. Ja, hinter dir. Da, der Kleine, der hat aber nichts drauf. Der eine lebt noch. Mal wieder dein Leben gerettet, gern geschehen. Quatsch, Holzmichel, ey, schon längst tot. Hallo, gern geschehen. Guck mal hier, ich mach eine Krankheit. Zurück nach Tennessee mit dir, hat sie gesagt. Wanna be wow. In Tennessee and drink a glass of PPP. Oh, Country Music könnten wir auch machen. Ich hab einen Ring um meine Eier mäßig. Ja. Ross Boss, ne? Rosettenboss. Die Rosettenboss. Oh! Machine Gun Blow. Der ist dick. Der ist richtig dick. Ja, jetzt hol mein Bro. Egal, ich mach hier mein Ulti drauf. Bam! Alter, das Ulti, hast du es gerade gesehen? Wie das. Wow. Hab ich den weggezischt. Das war richtig heftig. Ich bin auch noch da, hallo! Ach, da drin heile ich mich in der Suppe. Okay. Ja. Du hast Heilsuppe. Ich hab Heilsuppe. Ambra. Auskotzen. Ich hab ein bisschen Ambra. Also erst kotze ich, dann reibe ich es ein bisschen zwischen meinen Fingerspitzen und schon bin nein, ich nein, 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 zwischen die Achsel. In die das Achsel, muss man, das nennt sich ja, die, ja klar, das ist hier die, die russische Pfeffermühle. Nee, sowas schmiert man sich in die Achseln. Das ist wirklich bekannt. Ja, ja, könnt ihr gerne mal zu Hause... Ja. Dann, nee, als würdest du eine Kaffeemühle rühren. Die Bewegung machst du dann. Und dann... Das reibt schön und schmierig. Also Kelle, ihr könnt es gerne mal testen. Einfach Finger in den Hals kotzen, die Kotze nehmen, unter die Achsel reiben ja, und mal gucken, ob es euch dann besser geht. Es hilft auf jeden Fall gegen sämtliche Viskositätsprobleme. Das stimmt, ja. Und es hält warm. Weißt du, das machen die Leute auch, wenn harter Winter ist und... Die Technik selbst haben wir ja von Eskimos gelernt. Ja, haben, ja, 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 das stimmt. Wir haben 2 Wochen bei Eskimos gelebt. Dort eine Erfahrens-, eine Geistesreise gemacht, quasi. Ich habe da Huskies gemolken. Und ja, Huskies geben Milch. Ja, und diese Husky-Milch, wir sind natürlich jetzt zertifizierte Husky-Milch-Händler, weil du brauchst dafür gewisse Zertifikate, um damit umzugehen. Kann nicht jeder und, machen, ja, das stimmt. Ja, die kann dir auch nur einen Inuiten-Captain ausstellen. Also du musst schon wirklich Captain des Inuiten-Stamms sein, um das auch ausstellen zu dürfen. Das stimmt, also die haben da eine sehr krasse Bürokratie. Ja, das glaubt man kaum. Also, aber deren Finanzamt, ihr Iglu, ihr Finanz-Iglu. Es war für mindestens eine Hotchillion Jahre ruhig und plötzlich fiel mir jeder an den Kragen. Was für eine Scheiße. Mann, bin ich sauer. So eine gequirlte Scheiße. Wir werden uns dort auch selbstständig machen, ne? Ich versuche, mit Plan B. Iglo-Saunas. Iglo-Sauna ist total beliebt. Ist aber auch eine sehr komplizierte Technik, weil innen drin ist es warm, aber außen muss es kalt genug sein, dass eben die äußere Hülle nicht schmilzt. Ja. Ja, das ist auf Millimeter genau berechnet. Also wenn du da einmal einen Finger zu tief irgendwo in eine Ritze pulst, dann ist vorbei mit dem schönen Saunaleben. Ja, deswegen gehen wir auch immer zum Baugewerbe-Informations-Iglo. Ja klar, gut, wir sind ja auch schon professionelle Saunisten seit 2012, ne? Wir waren, früher haben wir Team-Sauna gemacht nur. Nein, ich wurde geswaggelt. Aber jetzt sind wir mittlerweile auch Experten im Einzelsauna. Achtung, aber da ist ein Spike. Und 5-Mann-Sauna-Bob haben wir letztes Jahr auch gewonnen. Du musst von der Treppe aus mich holen. Ja, ja, ich komm, ich komm. Sauna-Boy. 6, 5, 4, wird knapp. Mach lieber mal was. 2. Oh, und tot. Okay, warte, ich hol dich, ich hol dich. Ich bin jetzt weiter außen, vielleicht geht's. Das schaffe ich. Oder wir verlieren noch ein Leben. Und schaffen die Mission wieder nicht. Alter, das wäre natürlich hardcore. Wow, wie weit ich hier gehen muss. Schon ein Stück. Ist 3, 2, 1. Ja. Nein! Okay, wir hören auf damit. Hören wir auf, mit den Spikes zu spielen. Es gibt keine Hoffnung. Keine Hoffnung. Trainer, wenn wir verlieren, kriegen wir dann auch Krebs? Ey, was macht er da? Der geheime Wasserfall, Schatz. Klar. Hinter jedem Wasserfall liegt ein Schatz. Nein. Klar. Nein, das stimmt nicht. Ich hab's getestet. Ich bin mal voll in einen reingelaufen. Du weißt gar nicht, wie viele Schätze ich schon hinter Wasserfällen gefunden hab. Ja, aber wir reden jetzt nicht von diesen Wetwork-Partys, die du immer machst, oder? Kann ich hier an der Seite überleben? Oh, ganz knappes Ding.
Also die Karte ist echt schwul. Ach, den kann ich zu mir holen auf Distanz. Und dann kann ich hier richtig einen auf Hardcore machen. Ja, aber wir müssen hier ins Zentrum. Irgendwas passiert hier im Zentrum. Wer redet da, ein kleiner Junge? Es gibt's doch nicht, Ach stimmt ja, du bist ja erst 12. Ja.